TV-Sternchen Evelyn Bodecki zu Gast in einer Kinderkochshow. Kinderlieb ist sie. In Sachen Kochen hat sie allerdings zu kämpfen. Aber das Outfit haut's erstmal raus. Ich will jetzt mit Lockenwicklern kochen, dann fallen auch keine Haare rein. Ja, ich koche mal gerne, also manchmal auch aus Dosen. Ist ja nicht so schön, aber dann frische Dosen. Das heißt Tomaten, die auch noch ganz sind, die ich dann noch durchschneiden muss. Bisschen scharf, ein paar Balsamico-Blätter rein. Es dreht sich bei uns alles um die Palatschinken. Wie sagt ihr in Deutschland dazu? Schinken? Nein, Palatschinken. Was ist ein Palatschinken? Pfannkuchen. Ach so, habt ihr einen Spitznamen? Nein, mein Name ist E-Kurz. E-Kurz? E-Kurz. E-Kurz. Jonas. Bei dir? Ach so, Jonas, dachte ich kurz. Das ist Backpulver. Da musst du auch alles schneiden. Nein. Das ist Chili, Jonas. Jonas! Boah, Jonas! Willst du mal probieren? Nee. Und findet ihr, ich kann gut kochen? Bis jetzt? Hat man noch nicht viel von gesehen. Nee, ne. Das wird unsere Schokosoße. Ja, aber du nimm die Zügel in die Hand. Rein. Mach ruhig alles rein. Das oh mein Gott. Ah, hast du wenigstens deine Hände vorher gewaschen? Ich hab Angst vor später, wenn ich Kinder habe. Gewonnen hat das Team, das die meisten Eier sauber trennt. Und wie viele Eier? Das ganze Leben ist ein Kind. Das ist aber ein komisches Eigelb. So, wir werden das natürlich so aufdecken, dass wir jetzt den Stürztest machen. Das heißt, unsere Teamchefinnen auf den Platz bitte. Zwei Kids gehen jetzt mal nach vorne mit. Also ich zähle den Countdown und bei drei wird gestürzt, okay? Eins, zwei, drei.